So Leute, hallo. Am Donnerstag ist wöchentliche Event Shop Update. Die Nordmann ist wieder drin. Das ist eine sehr, sehr nice Waffe. Was gibt es ohne? Doppelcrit, Verwertung, ich würde sagen auf Energie. Und der Rest ist ja von der Zielerhöhung, würde ich sagen. Passt auch gut. Zieht die auf legendär hoch. Wirklich eine sehr entspannte, geile Waffe. Verteidiger brauche ich nicht sagen. Ist immer nur so ein, ich hab mal ein bisschen Müll. Legendäre Kraftzellen, kann man sich mal gönnen. Den schießwürdigen Taufi. So, was hat er denn? Phasenwechsel erhöht den Schaden von Pistolen und Maschinen. Pistolen. 4 Sekunden lang um 35% oder um 105%. Oh, das hört sich sehr interessant an. Ist zwar nur während Phasenwechsel für 4 Sekunden, aber ich denke mal, da lässt sich ja schön was zusammenbasteln. Ich glaube, letzte Woche gab es auch so einen ähnlichen, dass er wurde Pistolen, Maschinenpistolen sich erhöht hat. Also, kommt nun. Kann man auf jeden Fall miteinander kombinieren, dann lässt sich das hier was machen. Haltet ihr mal ein Auge. Nachtklaue, so eine Standardwaffe. Man kann damit mit der umgehen, aber ich würde die eher, würde irgendwie sagen, gerade so okay, aber sonst Müll. Los. Episches Böden. Das ist eine Seltenheit. Also da würde ich direkt zuschlagen. Also bei 2250 Gold, da kriegt 150, 5. Da kommt ja auch 750, das ist schon mal gut. Das ist weil die Steinwald gerade holt das Spiel zeichnet. Und leider das wäre auf allen Blitzlevel höher zu kommen. Stumpfwitter, Standard. Aber. Auge Sturm auch. Und Blitzlevel auch. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir eine Ringboxen. Wenn man mal eine Waffe auftesten will, kann man die einstellen. Vielleicht auch blau mitmachen. Da brauche ich nichts zu sagen. Die findet man überall in Missionen da fürs Anfängen. Das hat man ja immer zum Umwandeln von Stealth. Zum Hochlevel von Waffen. Also das war grün auf Blau zum Beispiel oder auch eine kleine Menge. Deswegen noch holen. Oh ja, und ja, das war's. Ich muss sagen, das Einzige, was ich hier so gut fand, ist jetzt, dass die Nordmann drin ist. Der schießwürdige Sophie hat auch gute sehr geilen. Oder der hat auf jeden Fall einen schönen Boden, muss ich sagen. Kann man gut miteinander kombinieren. Auch wenn er nur 4 Sekunden hat, aber kann man dann 105 dann schon ordentlich viel. Und wir haben ja vorteilslos ewig, das ist nicht immer drin. Also wenn es drin ist, direkt holen. Also wenn nächste Woche vorteilslos legendär reinkommt, dann umso besser. Dann kann das wieder schön werden alles. Also das ist das Highlight, muss ich sagen. Das ist das Highlight, das vorteilslos. Okay, das ist eine gute Nacht und viel Glück beim Sammeln von Gold. Ich hoffe, ich euch hier diese Pracht holen können. Und mit den Missionen reinzugehen, 5 Minuten oder so. Nur um dann 130 oder so rauszukommen, falls ihr in 20 schon etwas weiter seid. Okay, dann.